Herzlich willkommen im Tramaktuell-Kanal. Der zweite im Jahr 2018 entstandene Film beschäftigt sich überwiegend mit den Duisburger GT8. Wir zeigen die letzten drei Linienfahrzeuge, wovon nur noch einer im Einsatz war. Den sehen Sie hier. Dieser letzte Duisburger, die GT8, wurde in Dessau überzählig, als die Strecke zur Kreuzbergstraße stillgelegt wurde. Grund genug, um Ihnen die Strecke und den Wagen zusammenzuzeigen. Der zweite Film heißt nicht umsonst Abenteuer Straßenbahn. Denn hier sieht man bisher unveröffentlichtes Material, was wirklich sehenswert ist. Aber alles verraten wir hier in der Vorschau natürlich nicht. Was meinen Sie, ob die Lok 100 noch einmal im Güterverkehr eingesetzt worden ist? Die DVDs verraten nicht nur dieses Geheimnis. Rückwärts in die Endhaltestelle hineingesetzt. Mit der Tunneleröffnung wurde die Linie 904 sowie auch die 909 ICDU zurückgegriffen. Hauptsache, wir haben das Rathaus und die alte Post mit im Film.
der U79 handelt es sich ja um eine Gemeinschaftslinie der Rheinbahn und der DVG. Bahnhofsunterführung ist heute der Busbahnhof von Duisburg. Auch die Zugänge in den U-Bahn-Tunnel findet man dort, allerdings recht weit vom Hauptbahnhof weg. Für den Harcourt-Wagen und für die Duisburger brachte die Tunneleröffnung nichts Gutes. Mercedes O305 war der Standardbus für die DVG. Jetzt auch schon ins Bild kommt die neu angelegte Kehranlage an der Rheintölchenstraße. Sehr zum Bedauern der südlichen Bewohner dieser Strecke. Hier verlässt gerade ein Wagen die Haltestelle Rheintölchenstraße und setzt nun noch ungehindert seine Fahrt Richtung Hüttenheim fort. Auf der rechten Seite sehen wir dann noch den Werksverkehr von Mannesmann-Röhren. Hier Haltestelle Ehinger Straße. In der zweiten Lackierungsvariante. Zu der Zeit gab es auch noch vierachsige Großraumbeiwagen. Und der Zweiachser 1507 diente im Betriebshof Grunewald noch als Rangierwagen. Auf der Strecke zwischen Grunewald und Koloniestraße. Das ist seit dem 11.07.92 nicht mehr möglich. Hier zeigt die Weiche noch nach rechts. Diese ist heute schon verschweißt. Man kann nur noch nach links abbiegen Richtung Stadtmitte. Aber wie versprochen, wir fahren jetzt vom Grunewald in einer fast ungekürzten Fahrt bis zur Haltestelle Koloniestraße. Dabei möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, etwas über die Geschichte der Fahrzeuge zu sagen.
Ja, interessant war jetzt eben auch zu sehen, noch die grüne Zielbeschilderung. In Duisburg gab es ja früher... Die Duisburger Straßenbahnlinien hatten unterschiedliche Farben. Bei den GT8 waren die Zielfilme dementsprechend. Wie war das noch, Andreas? Grün war die Linie 909, gelb war die Linie 904, blau die 901. Dann gab es orange, das war die Linie 902. Und gelb-orange war ganz in der Endzeit, kurz bevor die Linie 2 in Hochfeld eingestellt wurde, die Linie 2-4. Ja, hier am Marxloher Heckmann. Ja, hier befinden wir uns schon am Bollmannkreuz. Der Wagen fährt Richtung Dienstlaken und wir gucken zurück Richtung Grillo. Pollmann hinter uns gelassen und auch die Rhein-Ruhr-Halle und wir fahren jetzt das Hamborner Rathaus an. Inzwischen fährt hier die Linie 903, die 909 gibt es nicht mehr. Derartige Fahrzeuge waren 2017 noch im Einsatz. Einige davon allerdings in der Preise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr drastisch gestiegen und gehören zu den teuersten. Und die restlichen 1041 bis 45, die kamen 1993. Die 909 von der Vossstraße auf die Haltestelle Brückelstraße zufahrend. Knappe 5 Minuten braucht die Stadtbahn, dann bis zum Duisburger Hauptbahnhof. Für die Fahrgäste eine enorme Verschlechterung, wenn sie nach Düssan wollen oder in Düssau wohnen. Trotz des 7,5-Minuten-Taktes sind die Bahnen voll. Ja, der Südbahnhof schwindet wortwörtlich dahin und die Bahn setzt sich weiter in Richtung Dienstlaken in Bewegung. Denn hier ist der Radweg noch nicht ganz so zugeparkt, wie er das heute bereits ist.
Ja, und hier verlassen wir schon die Düsselandstraße, biegen auf die Hansastraße ab. Hier kam es wortwörtlich öfter zum Straßenbahnstau. Essener GT6 wurden bereits mit Mittelteilen aus Duisburger GT8 verlängert. Somit kamen zumindest die Mittelteile der Duisburger GT8 noch einmal nach Mülheim. Die künftige Mülheim DVD zeigt unter anderem die Linie 110 komplett, auch noch mit Großraumwagen GT6 und F. Hier begegnet uns eines der Sonderfahrzeuge für den Tunnel. Äußerst selten, aber auch Straßenbahnunglücke kommen im Betriebsalltag der Straßenbahn vor. Für die Stadtbahn gelegt. So, und jetzt sind wir mal auf einen Wagen aufgesprungen. Und so sah das also aus, wenn man auf dem bequemen Fahrschalter hin. Ein Bild, wo man eigentlich gar nicht von glauben könnte, dass es in Duisburg gemacht worden ist. So, und jetzt fahren wir mal wieder ein kleines Stückchen mit, bis in die Schleife nach Huckingen. Hier vorne sieht man jetzt den Abzweig nach Düsseldorf. Wir fahren hier in die Endstation Huckingen-Schleife ein. So, und dann greifen wir jetzt zurück auf Fotos, zumindest in diesem einen Fall. Und zwar haben wir hier ein Fahrzeug vom Typ Mannheim. Ja, wie der Fahrer gerade schon richtig mitteilte, sind wir hier an der Haltestelle Lehmbruck-Museum. Nochmal eine Fahrt über die Königstraße von der Haltestelle König-Heinrich-Platz Richtung Hauptbahnhof.